Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Ah, ein neuer Tag ist angebrochen. It's going to be clear and sunny tomorrow. Perfect weather for the flower dance. The event will take place in the forest starting between 9 AM and 2 PM. Don't be late. Hey, morgen ist das Fest. Wieder Post. Dear Silver, tomorrow we are getting together to the flower dance. If you can find a partner, you might even want to participate in the dance yourself. Okay, wenn wir keinen Partner finden, müssen wir leider tanzen. Das ist unglaublich zuvorkommend. Niesen, niesen. Ich bin schon wieder der Meister des Niesens nicht. Und für den Sommer möchte ich definitiv eine Blume. Das ist ein bisschen abgrenzend, nicht wahr, Kitty? So, wir haben 6000 Gold. Muss man nochmal die Preise. Ich muss mal nochmal die Preise bei Robin angucken gehen. Und schauen, was da jetzt nochmal die Hühnerstelle und so ein Kram kostet. Und dann müssen wir mal gucken, was wir uns jetzt im Sommer dann halt bauen. Wir haben nur noch 5 Tage Frühling. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir auch langsam mal unsere Gegenstände aufrüsten lassen. Leider auch alles sehr viel Geld. Und irgendwie ist man auf diese blöden Gegenstände angewiesen. Also, bei Herbst habe ich es immer gemacht. Das ist wirklich bis zum Winter gewartet und dann halt aufgerüstet bis zum Leben. Aber irgendwie möchte ich jetzt ungern wirklich bis zum Winter warten. Ich weiß nicht. Müssen wir mal schauen. Also, wir müssen gleich mal schauen. Ich habe mich jetzt natürlich ein bisschen schlau gemacht, was das Spelzen und so angeht, für verschiedene Erze etc. Da werden wir sowieso noch ein bisschen in die Mine müssen, um das zu fischen, weil ich möchte auch die Bundles fertig bekommen. Dafür werden wir wahrscheinlich ein höheres Fischerlevel benötigen. Ich muss sowieso mal gucken. Ups. Das hatten wir ja fertig. Das hier auch im Craft-Fischtank. Ja gut, da müssen wir einen Catfish, einen Chat, einen Tiger und einen Sunfish finden. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen werden. Und hier halt, das können wir geben. Hier haben wir schon 2, hier brauchen wir noch ein Frozen Tier und Fire Quartz. Und hier halt den ganzen White Essences oder... Ach nee, hier brauchen wir nur 2, entweder das oder also eins von beiden, was wir eher haben. Okay, was wir also eher haben... kriegt der Typ eher, oder die. So. Wir haben Melon Seed, wir haben das, wir haben eine Bohne, wo auch immer. Okay, wir haben nur das, ein bisschen Stein, ein bisschen Holz. Okay, ich habe gar keinen Plan mehr, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Okay, laufen wir erstmal ab und schauen. Schauen, ob wir irgendwas finden. Also würde ich jetzt einfach sagen, gehen wir nochmal in die Mine. Gehen in die Mine und ich muss gerade mal gucken. Judy, Levis und Robin sind wir befreundet, also nicht befreundet, aber haben schon ein Herz. Oh Gott, ich habe mich noch an keinen ran gemacht, der hier Single ist. Ehrlich, okay. Ich würde fast behaupten, dass tun wir auch mal, wenn jemand wäre. Okay, das ist Robin. Ah ja, wenn ich Material brauche. Achso, ja gut. Wer wohnt denn hier noch? Sebastian schläft aber noch. Aber ich kann auch nicht in seinen Raum. Das ist momentan echt so das Doofe. Du kannst wirklich nur warten, bis die Leute rauskommen. Aber ich weiß, dass Maru, die auch da oben mit wohnt, jetzt in der Klinik arbeitet, weswegen wir da jetzt auch schnell hinrennen, wenn wir uns die Blume geholt haben. So. Was jetzt eigentlich der totale Umweg ist, weil ich eigentlich in die Mine wollte. Aber gut, dann gehen wir vielleicht doch eher fischen. Hey, Bro! Ja, was magst du eigentlich? Das weiß ich auch noch nicht. Das müssen wir doch herausfinden.
Oh, eine Quest. Oh, eine Quest. Looking for Quartz, Pam. Ich habe jetzt keinen Quartz, nur. How to see the doctor? Nein, ich möchte eigentlich dich sehen. Hallo. Nein, ich habe deine Mutter nicht gemettet. So, sie mag zum Beispiel Erdkristalle. Da steht sie voll drauf. Und haben wir jetzt... Wir haben ein Herz bei ihr. Jawohl, wunderbar. Hallo, alter Mann. Überfahr mich doch noch mit deinem Rollstuhl. So. Gehen wir mal zum Strand und gucken, ob wir Elliot finden. Den Schlüssel brauchen wir auch immer noch. Da war ja was. Elliot. Ob wir das Alien finden, schauen wir mal. Kein Alien zu sehen, aber Muscheln. Nehmen wir einfach mal mit. Warte mal. Was brauche ich eigentlich noch bei dem Fisch? Pufferfisch, Ghostfisch hatte ich letztens erst. Das eine Mal, als ich das Angeln geschafft hatte. Oh, Fischi. Crab Pound Bundle. Mussel. Mussel. Ja, ist doch geil. Guck mal, eine Krabbe, die finden wir gerne mal in Höhlen. Brauchen wir hier? Night Fishing. Die kannst du nur bei Nacht fischen. Lake fischen. Und die kannst du nur im See fischen. Und noch eine Muschel. Also es gibt hier verschiedene Fische, die du nur an verschiedenen Orten fangen kannst. Das heißt, nicht alles kriegst du mehr. Oh Gott, hier liegt viel rum. Geil. Das nehmen wir alles mit. Wir brauchen Kohle. Zap. 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 Und ich würde auch bald gerne mal mein Haus erweitern. Also ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Das habe ich eigentlich auch in Questen hier. Boah, und mit Level 40 hatte mein. Okay, das mit den Minen machen wir noch. Mit den Minen machen wir das noch. Gut, ich habe eigentlich noch zu essen. Das ist jetzt nicht das Problem. Oh, guck mal, da ist er. Yo, Bro, ich habe hier was für dich. Und zwar einen Topaz, bitteschön. This is for me, marvelous. Yep. I really can't must back to it. Okay. Geh du zu deiner Arbeit, ich geh zu meiner Arbeit, dann gehen wir alle glücklich zur Arbeit. Oder so. Okay, wir haben aber auch schon so gut wie keine Energie mehr. Ich muss mal checken, wie viel Copper ich habe. Und was ich hier auch weiß, also das weiß ich, weil ich das auch mal, ich habe ehrlich gesagt mal danach geschaut, was die Leute für Geschenke mögen, einfach um ein bisschen voranzukommen. Die meisten Leute hier lieben Kaffee. Kaffee kann man kaufen, ist aber saumäßig teuer. Also was heißt saumäßig teuer? Es kostet halt 300 pro Tasse, also das ist... Richtig, richtiger Spitzenkaffee. Spitziger geht schon gar nicht mehr, was den Kaffee angeht. Und, ja. Momentan will ich eigentlich eher sparen, weil ich will entweder das Haus ausbauen lassen. Oh Gott, hier sieht's aus. Oder, ja. Generell muss ich hier unbedingt mal aufräumen, weil ich einfach zum Sommer hin ordentlich anpflanzen will. Da ist aber das Problem, ich kann eigentlich nicht anpflanzen, einfach aus dem Grund, weil meine Gießkanne halt nur ein Feld gießt und ich würde ewig brauchen. Ich würde ewig daran sitzen, das zu machen. Sowas brauchen wir hier eigentlich. Zu Copper Pound 40 Wood, das ist ein Tapper. Damit kann man was von Bäumen runter. Was brauchen wir denn hier? Maple Syrup, toll. Pitsnack, Wood Seeds, Staircase. Use the item to move down a level in the weeds. Okay. A gate. Und die Gate, genau. Nicht Gate, hier. Die Wood Fans möchte ich mir dann mal machen. Einfach aus dem Grund, meine Katze nicht mitnimmt, weil Ressourcen. Einfach aus dem Grund, damit ich, sag mal schnell. Nicht drauf. Damit ich das mal einzäunen kann. So, danke schön. Meine Fresse. Ich hab's heute echt nicht mit dem Reden. Ganz ehrlich nicht.
Aber das mache ich dann, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und ich glaube, ich gehe jetzt doch noch mal. Ja, es ist schon 2:30 Uhr. Ich gehe noch mal in die Mine. Ein bisschen Energie haben wir noch. Ein bisschen was zu essen haben wir auch noch. Ich werfe mir hier mal was in den Kopf. So gibt ein bisschen Energie, viel jetzt nicht. Aber wir können zur Not auch sonst einfach eine Fischsuppe nehmen. Ein bisschen Energie verschwenden und dann vielleicht hier oben noch ein bisschen angeln, wenn wir aus der Mine rauskommen. Wir haben alle Zeit der Welt eigentlich. Ja, Tanzpartner. Pff, scheiß drauf, ich tanze mit mir selber. So, hatten wir im Aufzug schon was frei? Auch bis Level 25 waren wir sogar schon gekommen. Das ist ja wow. Ich wünschte, ich hätte ein neues Schwert. Das würde schneller gehen. So, ich versuche jetzt einfach mal bis Level 30 runterzukommen. Ich fresse mir mal gerade ein paar Beeren. Und, so, schauen wir einfach mal, was wir so gebacken kriegen. Also bis Level 30 wäre schon cool. Wenn ich aber was anderes finden würde außer Stein, wäre das auch sehr cool. Vielleicht mal so ein Diamant oder so. Oh, naja, eine Geode geht auch. Kopper. Nehme ich auch. Kopper war beste. Momentan jedenfalls, weil damit kann ich ja auch erstmal mein Werkzeug aufrüsten lassen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Oh, da ist ganz viel Kupfer. Keine Monster? Das ist schon verdächtig. Egal, ich nehme meinen Kupfer. Weil dann würde ich wirklich zuerst die Spitzhacke aufwerten lassen, weil das Hacken hier, das kostet unglaublich viel Energie. Das ist halt einfach so, je weniger Schläge man benötigt, desto weniger Energie. Also. Und ich kloppe mich auf dem Copperblöcken ja wirklich schon kaputt. Und auch diese dicken Steine brauchen 2 Schläge. Das ist schon echt ein bisschen viel. Aua! Komm, spiel dich an! Schleim! Bolzen! Gib mir deinen Schleim! Ich brauche deinen Schleim! Und das ist leider halt so der Grund, warum wir auch nicht relativ. Warum wir nicht wirklich weit kommen. Da ist Quarz. Das nehmen wir mit. Noch eine Geode. Sehr schön. Oh, hier sind schon diese hässlichen. Scheiß Bienen. Oh, ich hasse sie. Don't go near me. Hässliche kleinen Scheiß Bienen. Ganz ehrlich, ich hasse sie. Das Thema hatten wir ja schon. Oh, ist ja ein Eingeweide. Okay, ich esse mir mal eine Fischsuppe. Ja, das ist aber doof, weil dann habe ich ja Angeln plus eins. Ich brauche unbedingt eine Küche. Damit ich endlich kochen kann. Kann man bei jemand so ein paar Goldstücke rüberwerfen? Und das ewige Treppensuchen, das nervt auch so unglaublich. Warum nicht einfach so machen, so wenn man 5 Steine zerschlagen hat, kommt halt die Treppe. Das war schon wieder so ein doofes Ding da. Natürlich, die Geode nehmen wir mit. Weil das ist wirklich so das Anstrengendste. Das sind jetzt so 3 Level und ich finde einfach die Treppe nicht, außer Geoden. Ich finde hier eine Menge Geoden. Das ist sehr schön. Aber es bringt mir halt einfach absolut nichts. Weil ich. Oh, eine Omni-Geode. Cool. Weil ich nicht runterkomme. Das Problem ist, wenn wir jetzt gleich wieder hochgehen und das nächste Mal runtergehen, fangen wir wieder bei 25 an. Weil hier kriegst du halt alle 5 Level nur so einen Speicherpoint. Ja, toll, du öffnest mir die Treppe. Super! Ist ein bisschen Kupfer. Ich versuch's mit der letzten Energie, die ich noch hab. Angeln wird dann leider doch nichts mehr. Müssen wir dann gleich direkt nach Hause. Ich werde jetzt aber ein paar einwerfen. Ich will bis auf 30 runterkommen. Also, ganz ehrlich, ich möchte da jetzt nicht vorher rausgehen. Das ist jetzt vielleicht eine Fruchtverschwendung, aber für was anderes habe ich die sowieso nicht. Also, muss dann sowieso die Tage nochmal rumgehen und gucken, ob die nochmal nachgewachsen sind. Weil sie sind momentan eigentlich schon eine günstige Alternative. Weil sprechen ist heute auch nicht meine Stärke. Das ist sowieso halt nicht mein Tag. Also, passt das schon. Da darf dann auch im Let's Play mal einiges schief gehen. Oh, schon wieder eine Biene! Geh!
zu deiner Mutter. Er hat noch eine Satz zu seiner Mutter geholt, siehst du? Hätte ich mal nichts gesagt. Danke für die Treppe. Oh nein, nicht die Raupen. Oh, Glück gehabt. Diese scheiß Raupen werden ja zu diesen scheiß Wespen. Da sind die scheiße. Die sind einfach scheiße. Mie, ich hasse das. So, jetzt gib mir mal die letzte Treppe. Es ist nur noch ein Level. Boah, geile Gerode unten um die. Alter, wir werden so arm werden beim Schmied. Nicht morgen. Aber den Tag. Was ist das denn? Ein Fliegenpilz? La Fliegenpilz? Es ist ein roter Mushroom. Also, es ist nicht direkt ein Fliegenpilz, aber es ist ein Pilz. Cool. Okay, wir haben. Oh Gott, wir haben schon 29. Oh komm, jetzt gib mir noch die letzte Scheißtreppe. Wir haben schon 29 jetzt am Abend. Alter, wir hängen jetzt hier schon Stunden drin. Das ist wirklich so das Einzige, was mich echt stört, dass, wie gesagt, einfach die Zeit hier nicht anhält. Das ist bei Harvest Moon dann doch ein bisschen besser geregelt, dass dann wirklich die Zeit in der Mine stillsteht. Weil, und das stresst hier einfach nur ungemein. So, hier ist noch so eine scheiß Raupe. Das stresst einfach nur ungemein. Oh, ich habe einen Ring gefunden. Cool, Small Glow Ring. Und Sachen, die ich nicht mehr mitnehmen kann, weil ich voll bin. Jetzt komm doch her! Jesus, so was haben wir denn da? Das kann ich wegschmeißen. Dann kann ich die eigentlich mal kurz essen. Und dann kann ich das Holz damit nehmen. Das ist Hardwood. Das hatten wir ja schon. Und jetzt gib mir doch bitte die letzte Scheißstufe nach unten. Das kann doch nicht sein. Komm schon. Ich muss langsam mal ins Bett. Shit. Ach, das kriege ich. Das hasse ich jetzt. Das will ich jetzt aber noch schaffen. Ich will diese letzte Scheißstufe nach unten finden. Ein bisschen Energie haben wir noch. Oh komm, das kann doch nicht sein. Komm schon, bitte. Musst du mich jetzt verarschen? Schön, dass dieses Spiel mich hasst. Ich hab's mir gemerkt. Okay, das kann ich nicht mitnehmen. Das hat wahrscheinlich einen anderen Level. It's getting late. It's getting late. Das kann doch nicht sein. Komm schon. Es ist gleich Mitternacht und dann meckert sie rum. Komm schon, bitte. Wo ist denn diese scheiß Treppe? Ja, yeah, it's getting late. I know that. Oh, Alter, willst du mich jetzt wirklich flachsen hier? Komm schon. Schön für die Geode. Ich will die scheiß Stufen. Dankeschön. Boah, wirklich jetzt? Alter, bis wir jetzt zu Hause sind, die ganze Scheiße ausgeräumt. Ach du Gott, geh doch weg, ey. Ich habe auch keine Ahnung, was passiert, wenn es zu spät wird, ob sich das auf ihr Energielevel ausübt oder so. Oh, Moment, wir haben doch gerade einen Ring bekommen. Packen wir den mal rein. Oh, jetzt leuchten wir, super. Was haben wir doch da schon, Lampe? Oh Gott. Was war das jetzt für ein Scheißakt? Und genau das hasse ich wie die Pest. Ich hasse es einfach. Weil du haust und haust und haust und dann warst du irgendwie so direkt, ja, es ist schon 1 Uhr, ich gehe ins Bett. Ich scheiß jetzt mal, ich muss das doch verkaufen. Ach, ich scheiß jetzt drauf, ich gehe jetzt einfach direkt pennen. Wobei, wenn ich verkaufe, ist ja gepauset. Ist ja Pause. Okay, das muss da rein. Der muss da rein. Ja, das war's auch schon. Ja gut, die Alge kann jetzt mit da rein und den Rest räume ich morgen weg. Oh, Gottes Willen. Katze, wir gehen schlafen. Gute Nacht. Schnell schlafen. Level 4! Was können wir machen? Korkal killen, Clint und Will Seed zu. Level 2 Compact. Life Elixier können wir uns jetzt craften. Cool. Haben wir uns ordentlich durchgekämpft. Scheiße, da ganz ehrlich. Oh, holy shit. Und dann steht sie trotzdem früh um 6 auf. Läuft doch bei ihr. Wetter. It's going to be beautiful. Okay. Das wollte ich gar nicht. Radieschen-Salat nochmal.
Okay, hier haben wir... Oh, wir haben Ernte. Oh, wir haben Ernte. Okay, das erstmal... Das Quarz hier heben wir uns auf, das zeige ich euch noch wofür. So. Das wir erstmal ernten. Und dann müssen wir morgen Ernte kaufen. Leute, sowieso Mittwoch ist und das Fest wäre so oder so nicht gegangen, weil es ist Mittwoch und das hat dann alles zu. Boah, da klingelt dann mal ordentlich die Kasse, hoffe ich doch. Super. Ehrlich gesagt, gerade ein bisschen erleichtert, um so weniger zu gießen. So 9 Uhr im Forest. Sollen wir mal schauen. Forest ist ja unter uns. Forest Gump. Water. Ich wünschte, das Wasser fällt mir nicht so weit weg. Irgendwas so. So ein Wasserloch um das Feld herum wäre schon geil. Oder, ja gut, wir hatten ja. Sprinkler wären auch gut. Sprinkler kann ich zwar craften, aber ich glaube, momentan bringen die Kleinen nicht so viel. Jetzt habe ich alles gefressen. Ne, da unten ist noch einer. So, Katze, wie geht's dir? Mir geht's gut. So, 7.40 Uhr, wir haben noch etwas Zeit. Das heißt, wir schmeißen die Saat da gerade mal rein. Schön. Und, ja, hacken wir gerade noch ein, zwei Bäume, würde ich sagen. Hacken noch ein, zwei Bäume. Oder besser gesagt, nur den einen hier. Und dann muss ich jetzt wirklich die Tage mal bei Robin gucken. Das ist eigentlich auch scheiße, soll ich das Geld ja eigentlich erstmal brauchen, um Samen zu kaufen. Das stresst alles mega. So, aber wir haben, Alter, wir haben 10 normale Geoden und 5 Omni-Geoden. Oh Gott, das wird erstens teuer und zweitens bin ich gespannt, was uns da alles rausprügelt. Gibt mit Sicherheit was Schönes für den Museums-Tiny. The Flower Dance has begun in the forest. Ja, wir kommen. Lass mal suchen, wo das ist. Okay, the forest ist hier unten. Huch! Ja gut, so geht's auch. Ach, jetzt kommt man hier drüber? Nur dafür? Dann so eine schmale... Okay, wir sagen einfach mal nichts. Tanzen! Das ist eine schöne Ecke hier. Oh, ein Blumenbouquet. Was haben wir denn hier? Top of Flowers Rezept. Top of Flowers, a Rare Crow, Dandelion. Nee, brauche ich alles nicht, danke. Oh, I'm stuffed. Here, have you tried the red jelly yet? Nope, habe ich noch nicht probiert. Ah, da, lecker. Wackel Pudding. Yes, ask Elliot to be your dance partner. Okay. Excuse me, not today. Ja, danke schön. Dann fragen wir mal Lea. Ah, be honest, I don't want to dance with you. Das war voll der harte Korb, Alter. I should be broke my fishing pole. Ja, hättest du hier fischen können, ne? Ist aber auch schön hier. Ham? No, this is the life, huh, kid? Sweet one, a bubbling brook, warm air, did I mention? What? Ja, sie ist nur am Saufen, die Alte, ganz ehrlich. Entschuldigung. Frog Season, ich mag Frösche. Ich liebe Frösche. Sam! I do know, maybe next year. Sebastian. No, there's someone else I want to dance with. Toll, der hat schon jemand anderen, mit dem er tanzen will. Dankeschön. Abigail. Okay, Abigail hasst das Tanzen. Ah, that's fretting, but I'm gonna have to say no. Sorry. Ja, dankeschön. Leck mich doch alle am Arsch, bitte. Bye, Marlon. Ja, gut, whatever. Ah, die Springtime Dance can be transpacked. Also, okay, die brauche ich ja nicht fragen im Endeffekt, weil die sind ja verhochzeitet hier. Aber trotzdem. I wish Pierre would spend his time with the family.
Are you going to be dancing today, Seward? Ich möchte, aber irgendwie will keiner mit mir tanzen. I wonder if Emily would dance with me. Oh, Clinton magst also die gute Emily. Okay, hier sind die beiden Kids. Today I'm going to be Flower Queen. Ja, das wirst du, Jess. It's not fair. Why can't I be the Flower Queen? Weil du ein Junge bist, Vince. Ask Penny. No thanks, danke. Harvey? Oh, I'm sorry. I have plans to ask someone else. Ja, danke schön. Naru? I'm fluttering, but no. Manu, vielleicht eigentlich nur sie? I practice my dance moves. I need to be perfect. No. Ja, danke schön. Nah, I'm gonna ask someone else. Good luck. Ach Gott. Na gut, was soll's. Lass uns starten. Wir haben ja eh keinen. Wir sind forever alone. Da konnte man jetzt im Übrigen, that was fun, time to go home. Hier konnte man jetzt im Übrigen wunderbar die Paarzusammenstellung sehen, die sich ausgedacht wurde. Also ich gehe wirklich stark davon aus, Sebastian mit Abigail, der Doktor, also Harvey mit Maru, weil sie ja da arbeitet. Level 4 Farming, gut, das obwohl ich nichts gemacht habe. Dann halt Sam mit Lea. Elliot und Paddy und Harley, heißt die Harley, und Alex. Also ich weiß nicht, it's going to rain all day. Ja, schön, es regnet endlich mal, toll. Fruit trees, they take an entire season to grow. Ich möchte wirklich fast, es ist jetzt fast Ende.